Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute möchte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede gehen und zwar habe ich da was Schönes für euch vorbereitet. Hier haben wir einmal den schlundgebundenen Raptora und dieser schlundgebundene Raptora ist eins von mehreren verschiedenen Raptora Mounts in verschiedenen Farbvarianten, die ich euch unter anderem auch schon in den kleinen Mount Guides gezeigt habe. Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns einmal das Mount Special an. Über den anderen Raptoras haben wir hier so ein bisschen Flügelschlagen in Kreischen. Sieht auf jeden Fall schick aus. Und jetzt hier der schlundgebundene Raptora ist so ein bisschen im gräulich gehalten. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir machen müssen, um den freizuschalten. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt, dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Chiffrenkonsole. Bei der Chiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis des, der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so mal weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede. Und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann ja, habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Plan schlundadaptierter Raptora und den bekommen wir jetzt von hier Mobs und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei den Elite-Mobs auf den Koordinaten 64, 24 und der Plan hat eine relativ niedrige Chance, um die 1% rum von den krassen Elite-Mobs hier zu spawnen und das sind insgesamt 5, die hier rumrennen, die schimpfen sich schlundgebundener Hulk oder Morsworn Hulk oder schlundgebundener Kolossorum, genau. Und die macht ihr am besten in der Gruppe, weil die doch relativ viel Leben haben, fast 600.000. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wo die rumhängen. Also, wir haben hier in dem Kreis, rennen eigentlich 2 rum. Dann haben wir hier einen, und einer läuft immer hoch und runter, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5. Wenn es gut läuft, dann kann man eigentlich immer 2 zusammenziehen. Ich habe meistens den hier, der hier rumläuft, mit dem anderen zusammengezogen. Also dann solltet ihr halt eine Gruppe und einen Tank haben, ne? Wenn die hauen nämlich schon ganz gut raus. Dann den hier hinten mit dem hier und meistens läuft hier halt nur einer rum. Den kann man dann einzeln machen oder man zieht den hier noch irgendwie mit rein, je nachdem wo er gerade ist. Ich habe jetzt insgesamt, jetzt gucken wir mal, wie viel ich gekillt habe, 171 plus die 7 Partykills haben wir 178. Das hat schon eine Weile gedauert, die haben relativ viel Leben und wenn ihr da eine Gruppe suchen wollt, meistens gibt ihr dann halt am besten den englischen Namen ein, Hulk, und dann seht ihr, hier ist eine Gruppe drin, Morsworn Hulk, ne? Und da könnt ihr dann das Rezept einmal farmen. Als kleine Randinformation, wie ihr vielleicht noch ein bisschen besser gegen die Elite-Mobs ankommt, ich habe die auch teilweise ein bisschen solo gefarmt, was Sinn macht, dass ihr euch diese Buffs holt, die man von der Konsole hier holen kann in den 3 Hubs, ne? Da kann man ja gegen diese Poco-Poc-Energie so Steinchen holen, die man sich unter anderem auch in den Kopf reinsockeln kann. Was sehr, sehr viel Sinn macht, ist dieses Toxitalisch. Das macht prozentualen Schaden und haut ziemlich raus. Ihr seht, alle 5 Sekunden macht man 6% vom maximalen Leben
bei den Mobs in Schaden, beziehungsweise bei Elite-Gegnern sind es nur 2%, aber da die 600k Leben haben, sind halt 2% auch relativ viel Damage. Und dann kann man sich hier noch andere Buffs holen bei der Konsole, die man sich so buffen kann. Und damit kann man schon das eine oder andere rausholen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man die hier farmt. Die Buffs bleiben sogar auch drauf, wenn man tot ist. Also ich ziehe da manchmal meinen zweiten Account, meinen Hunter noch mit und der rippt halt hier das ein oder andere Mal. Und das ist ganz praktisch. Dann kann man sich die noch draufhauen und beim Tod bleiben die tatsächlich. Sobald wir uns den Plan dann für den schlundgebundenen Raptorer besorgt haben, brauchen wir als allererstes mal ein paar Genesis-Partikel und davon insgesamt 350 Stück. Dann benötigen wir ein schlundgebundenes Zaumzeug und wir brauchen ein Raptorer-Gitter. Und ja, wenn wir die Materialien haben, können wir das Viech craften und wo wir die Materialien herbekommen, will ich euch nun mal zeigen. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73 und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen, Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen, das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt, dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitale heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut dann ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch.
Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zum Raptora-Gitter. Dieses können wir von allen Raptora-Viechern kriegen. Das sind hier diese Vögel quasi. Und da gibt es unter anderem die Wüstenraptora. Ich bin jetzt hier gerade auf den Koordinaten 61, 58. Hier gibt es einige Wüstenraptora. Dort gibt es einige Wüstenraptora. Dann gibt es auch noch viele andere Raptora, die hier in der kompletten Zone unterwegs sind. Also das kann von allen möglichen von denen droppen. Ich würde tatsächlich empfehlen, hier die oben zu machen. Da sind ziemlich viele aufeinander. Sobald ihr fliegen könnt, ist das eine relativ schöne Geschichte. Und hier kann man nebenbei die Vespiden noch mitnehmen und die Raptora gleichzeitig farmen. Dann schauen wir uns mal an, wo wir das schlundgeschmiedete Zaumzeug herbekommen. Und das wird jetzt ein bisschen schwieriger tatsächlich. Wir müssen einmal in die Raid-Instanz rein. Und zwar im Mausoleum der Ersten. Und dort müssen wir dann den ersten Boss töten. Wir können das leider nicht im LFR machen. Ihr könnt es im NHC, HC und Mythic einmal angehen. Der erste Boss muss einmal gelegt werden. Und dann müsst ihr dementsprechend hier das Portal nach rechts benutzen. Und ein paar Trash-Mobs töten, bis ihr hier eine Truhe freigespielt habt. Und in dieser Truhe ist dieses Ding drin. Ihr könnt das für drei verschiedene Mounts nutzen. Heißt, ihr braucht das dreimal, wenn ihr alle Mounts craften wollt. Und es ist hier so, dass ihr es auch dreimal looten könnt. Ihr müsst aber noch ein bisschen was machen, um diese Kiste freischalten zu können. Ich habe das in der Gruppe gemacht, wo die Leute schon eine ID hatten, um dementsprechend dann einfach die Ressource einmal zu holen. Ich kann euch das jetzt hier einmal zeigen. Und zwar, wir sind jetzt hier, seht ihr auf der Map, dran, wo ich euch eben gezeigt habe. Hier ist diese Kiste unter meinem Rare-Tracker. Und wichtig ist, dass ihr diesen Zuchtmeister Xypro nicht tötet. Den braucht ihr nämlich. Die Kiste hat nämlich, wie ihr seht, hier ein Schild drauf. Und wir müssen dieses Schild erstmal entfernen. Wie entfernen wir dieses Schild? Wir müssen diesen Mob töten und einen Schlüssel looten. Wir können ihn aber nicht einfach so töten, sondern wir müssen ihn töten, während er einen Buff hat. Und zwar ist es so ein Synergie-Buff. Diesen Synergie-Buff bekommt er, indem der Mob stirbt, während ihm quasi diese illegalen Sammler umgeben. Heißt, man pullt den Mob, haut ihn ein bisschen runter und dann zieht man ihn zu einer Gruppe illegaler Sammler oder die illegalen Sammler zu ihm und tötet ihn, dann droppt einen Schlüssel. Den Schlüssel kann man verwenden, um die Kiste aufzumachen und dann können alle das Zeug looten. Ich kann jetzt mal ein bisschen hier vorhoppen. Ihr seht, wir haben den Typen gepullt, haben ihn dann runtergehauen und jetzt haben wir hier diese illegalen Sammler hergepullt, ne? Und indem wir die ranpullen, bekommt er jetzt dann seine Stacks und erst dann dürfte man ihn töten. Ihr seht, er hat drei Stacks jetzt hier oben und jetzt ratschen wir ihn quasi runter. Wenn er gebufft ist, macht er ein bisschen mehr Schaden, wird es ein bisschen eklig, deswegen sollte man ihn vielleicht eher am Anfang erst ein bisschen low hauen, dann ist es ein Ticken einfacher. Die Sammler kann man danach natürlich auch töten. So, der Typ stirbt jetzt und wenn man jetzt einmal reinlootet, kriegt quasi einer aus der Gruppe einen Schlüssel. In dem Fall war das tatsächlich ich, jetzt müssen wir mal gucken. Genau, ich habe den hier, seht ihr, einmal im Inventar den Schlüssel. Ihr müsst den dann aktivieren, ja. Also wenn ihr jetzt auf die Kiste draufklicken wollt, steht verschlossen dran, das geht nicht. Ihr müsst quasi dann im Inventar, der Spieler, der ihn bekommen hat, hier seht ihr es, Sicherheitsüberbrückungskugel schimpft sich das Ding, müsst es dann einmal aktivieren. Wenn ihr es aktiviert habt, verschwindet die Blase und dann könnt ihr das looten. Und ihr seht, ihr könnt da mehrmals draufklicken, ja. Ihr braucht dieses Ding, wie gesagt, dreimal. Das hat auch ein quasi Maximum von dreimal, also ihr könnt es auch nicht mehrmals rauslooten. Wenn ihr weiter draufklickt auf diese Kiste, dann kriegt ihr es quasi in der Post nochmal geschickt und könnt es dann nochmal beim Händler verkaufen oder wegschmeißen. Also am besten einfach die Kiste dann so lange spammen, bis ihr es dreimal im Inventar habt. Das buggt dann teilweise ein bisschen. Und ja. Mehr ist es tatsächlich nicht, sprich einmal in den Raid rein, diesen Zuchtmeister pullen, zu den Sammlern hin, während er die Buff hat töten, einer kann den Key looten, den an der Kiste einsetzen und dann können alle die Kiste plündern und das macht ihr einmal und dann habt ihr quasi für alle Mounts eure Ressource zusammen. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt.
Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Chala, bis zum nächsten Mal. Ciao.